Willkommen bei Foto Impex. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Rollfilm in eure Holga-Kamera einlegt. So, hier haben wir unsere Holga-Kamera. Hier ist unser Film. Filme werden normalerweise in irgendwelchen Verpackungen geliefert. Hier in diesem Fall von Adox in so einem schönen schwarzen Schutzcontainer. Der Film hat immer ein Wickelpapier außenrum, was den eigentlichen Film vor Lichteinfall schützt. Dieses Papier wird von der Kamera transportiert und dadurch wird der Film von einer Spule auf die andere gezogen. Wir öffnen jetzt also die Rückwand der Holga-Kamera. Dazu schieben wir diese beiden Metallschieber nach unten und dann kann man die Rückwand einfach abnehmen. Die legen wir beiseite und jetzt sehen wir, dass hier bereits eine Spule in der Kamera drin liegt. Das ist die Spule vom letzten Film, den wir verknipst haben, wo jetzt kein Film mehr drauf ist. Das wird unsere neue Aufwickelspule, deswegen müssen wir die umsetzen und hier wieder reinholen. Man kann hier testen, aha, die Spule dreht sich, wunderbar. Als nächstes legen wir jetzt den neuen Film ein. Dazu könnt ihr dieses Papier hier mit dem Daumen einfach aufreißen. Und zweckmäßigerweise machen wir das auch ab und schmeißen das weg. Jetzt legen wir den Film hier rein. Passt immer auf, dass der Film nicht versehentlich aufspringen kann. Also haltet den immer so ein bisschen mit dem Finger fest. Dann ziehen wir das hier rüber. Haken den Film hier ein. Und fangen an, ihn zu transportieren. Bei der Holga, seht ihr, kommt das hier unten immer so ein bisschen raus. Sollte man dann festhalten. Und jetzt drehen wir hier so lange, bis wir Start sehen. Weiter solltet ihr nicht drehen, weil wenn ihr jetzt ohne die Rückwand aufzusetzen weiter dreht, kommt natürlich irgendwann der richtige Film und der würde selbstverständlich jetzt in dieser Form belichtet werden. Deswegen, damit das nicht passiert, setzen wir jetzt den Deckel hinten wieder drauf, klipsen die beiden Klipse wieder hoch und jetzt können wir ohne Gefahr weiter transportieren, ohne dass Licht auf den Film kommt. Was jetzt interessant wird, ist dieses rote Fenster. Wenn ihr die Holga so benutzt, wie sie ausgeliefert wird, mit dem viereckigen Filmformat, muss dieser Schieber auf 12 stehen. Ihr könnt 12 Bilder machen. Wenn ihr die Reduktionsadapter eingesetzt habt, um das Format 4,5x6 zu fotografieren, dann könntet ihr jetzt auf die Nummer 16 umschalten. Das Schutzpapier von dem Film hat verschiedene Zahlen, beziehungsweise hat Zahlen mit verschiedenen Abständen hinten aufgedruckt, so dass je nachdem, wo man guckt, also wo das Fenster auf ist, unterschiedliche Abstände für den Filmtransport vorgegeben sind. Wir schalten also wieder auf 12 und da die Holga nicht weiß, wo das erste Bild ist, müsst ihr diese Arbeit für die Holga machen. Deswegen drehen wir jetzt so lange, bis hier im Fenster die Zahl 1 erscheint. Im Moment sehen wir Punkte, jetzt kommt ein Strich, noch mehr Punkte, 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 ein lustiger Pfeil, großer Punkt, mittlerer Punkt, kleiner Punkt, noch kleinerer Punkt und die 1. Jetzt haben wir bis auf das erste Bild vorgespult und können fotografieren. So, habe ich euch fotografiert. Jetzt geht das natürlich immer so weiter. Das erste Bild haben wir gemacht. Jetzt spulen wir aufs zweite Bild. Ich fotografiere euch wieder. Ich hoffe, ihr habt gelächelt. Und aufs dritte. Und das geht jetzt immer so weiter bis zum letzten Bild. Das letzte Bild ist die 12. Ich spule da jetzt mal schnell durch. 4, 5, 6, 7, 8, 11, lustige Punkte und die 12. Das letzte Bild machen wir nochmal. Klack. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Kamera einfach aufzumachen, um den Film rauszunehmen. Schließlich haben wir ja das letzte Bild belichtet. Das wäre aber nicht so schlau, denn man kann sich das ja leicht denken, jetzt ist ja hier noch Film, sonst hätte man ja nicht fotografieren können. Und damit der nicht belichtet wird, deswegen spulen wir jetzt so lange weiter, bis sich auch am Schluss wieder Schutzpapier um den Film gewickelt hat. Da
Das erkennt man daran, dass hier jetzt sowas Helles durch das Fenster rauscht. Und jetzt ist es weg. Und was das war, das sehen wir gleich. Wir machen also wieder auf. Das Helle, was uns da gerade am Fenster vorbeigefahren ist, das war nämlich wieder so ein Kleberli, wie er auch am Anfang schon auf dem Film war. Und mit dem kleben wir den Film jetzt wieder zu. Briefmarkenkleber kann man anlecken. Das war's. Ihr habt einen Film mit eurer Holger fotografiert.